die stärkste. Nochmal die Jim Everett Band aus dem Montreux. Ganz links am Bass aus Budenheim am 1, Mr. Harry Landsrat. Give him a nice hand. Ja, ein bisschen mehr kann es schon sein, auch wenn er nur vier Seiten auf dem Ding hat. Sogar fünf. Genau. Zu meiner Rechten eine Pedal Steel Gitarre. Er hat auch keine Mühen gescheut. Kam aus dem schönen Saarland hierher. An der Pedal Steel Gitarre Mr. Alfred Breuer. Ja, der hat auch wohl, glaube ich, ein kleines bisschen Applaus verdient, oder? Ja, lasst euch nicht so durchhängen! Wir kamen ja nicht hierher, um irgendjemanden zu beerdigen. So. Das war die saarländische Nationalhymne, die er da gespielt hat. Hinter uns am Schlagzeug aus der Nähe von Trier. Mr. Ingo von Wetzlar. Gibt alles, der hat es am meisten notwendig. Müssen den Mann ein bisschen aufbauen. Und genau. Dankeschön. Seite. 27 Jahre hatte ich schon auf der Bühne gesessen. Das ist sehr lange Zeit. Ich muss nicht mehr so arbeiten, das kann ich sagen. Aber das war schöne Zeit dabei. Lead Fiddle, Lead Guitar, Rhythm Guitar, Lead Vocals, Packing Vocals, Actions of Boomer! So, last but not least, der Mann, der der Band seit vielen Jahren den Namen gibt, Rhythm Guitar, Lead Vocals aus dem schönen Mississippi. Wir haben ihn heute aber nicht eingeflogen, er wohnt schon lange in Deutschland und ich glaube, er bleibt auch. Give him a nice hand, Mr. Jim Everett! Florida, go ahead. I get some sand in my shoes.